So, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Wooster und wir sind am Samstagabend und ich habe mich irgendwie über den Tag hin doch hinreißen lassen, mir die Diablo 4 Beta runterzuladen. Einfach um selber mal reinzuschauen. Ich würde das gerne jetzt mal so angespielt, mal schauen, wie lange oder wie gut die Server funktionieren. Mein erster Versuch vor ein paar Stunden hat nicht so funktioniert. Es war, ja, war ein bisschen schwierig, weil viele Ladepausen lange gedauert haben. Und ich würde jetzt aber gerne wieder das Gleiche machen. Ich würde gerne einfach mit dem Mage starten. Und zwar anpassen. Ja, irgendwo konnte man hier doch hier mit R zufällig. Ja, da es ja nur eine Beta ist, würde ich jetzt hier. Ja, ist doch toll, ja. Wunderbar. Dann. Also es war, es ist mir alles egal. Obwohl hier bei den Tattoos fand ich das ganz nett. Hier, das, so, fertig. Hardcore würde ich nicht gerne spielen. Wer Interesse hat, ich bin gerade im Diablo 3 in der aktuellen Season noch. So, und das ist der nette Booster. An einer Hardcore-Season, also wer da Interesse hat, in Season 28 einfach mal reinschauen, würde mich freuen. So, hoffen wir mal, dass die Ladebildschirme diesmal nicht mehr so lange sind. Und auf zum Intro. Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall.
So, und dann sind wir endlich angekommen. I find better shelter before I freeze. Ich hatte schon, ja, heute am Nachmittag mal versucht reinzukommen, hatte ja natürlich irgendwie sehr viele Probleme mit Ladezeiten etc. Und hab das dann erstmal liegen gelassen, hat man gesehen, 18 Uhr war irgendwie Weltboss, keine Ahnung, ja. Ja, es gibt ja jetzt diese Open World Mechanik. Und auch so, ja, wie man das halt so in MMOs kennt, auch so MMO-spezifische Aspekte. Und da habe ich, bin bis hier ins erste Dorf gekommen, hier mit der Karte. Hier in das erste Dorf und hatte da aber schon Ladezeiten und bin dann rausgegangen. Hab dann die Zeit nochmal genutzt, hier Sound anzupassen, Einstellungen. Ich habe die Tränke, der ist normalerweise auf Q, mir noch auf die 5 gelegt. Und habe jetzt dann noch abgewartet. Um 20 Uhr war ja irgendwie nochmal Weltboss. Und habe das dann gesehen, dass ja, nach dem Weltboss auch wieder die Ladezeiten und alles wieder besser waren. Ich weiß nicht, ob es an den Servern lag oder was auch immer. Ich würde das jetzt mal jetzt nicht zu hoch bewerten. Es ist ja, es ist der Open-Beta-Test. Ist jetzt für alle zugänglich für heute. Ich weiß gar nicht, ob schon gestern auch möglich war, aber heute auf jeden Fall und morgen noch. Demons everywhere. Fangs in the dark. Ah, he bit me. Careful, he's a wild one. Auf jeden Fall morgen ist auch noch Testtag und ich werde vielleicht reinschauen, mal schauen, wie es heute läuft, wie weit wir kommen. So, das ist hier unsere erste Quest. What's it to you? Also in hush. I'm sorry, Wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. Kill us all. Kill us all. Ruins? What is he talking about? Come, I'll explain. Okay, das letzte Mal, ja, hatte ich ja einige Probleme. Ich würde das jetzt gar nicht zu hoch bewerten. Entweder. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. Okay. Ja, es leckt immer noch leicht, aber jetzt nicht mehr so schlimm wie vorher. Okay, fragen wir erstmal. Nothing special about our little town, but it's home. Okay. Ja, das war der Punkt. Might have to keep him in the shed for now, though. He tried to bite off Osman's fingers. Alles, was ab jetzt kommt, ist neu. Hier hatte ich dann abgebrochen, weil ich glaube, ich habe für das, was jetzt hier nur ein paar Minuten gedauert hat, 20 oder 30 Minuten gebraucht mit Ladezeiten. Dann bin ich rausgeflogen, musste ich nochmal rein ins Spiel. Es läuft jetzt deutlich besser. We have nowhere else to turn. There is evil lurking in those ruins. I will drag it into the light of day. Truly? Oh, thank you. Okay, so level up. Wie war das mit A? Achso, doch, A. Und ich, kurze Information, ich habe mir... Ja, ich habe mir jetzt, glaube ich, vor 20 Minuten habe ich mal kurz nachgeschaut, ob es schon irgendwas gibt. Und ich hatte mir jetzt den Mage ausgesucht. Ich würde den mal sehen, wie weit wir kommen. Aber ich würde gerne so ein Hydra-Bild machen. Und unsere erste Fähigkeit ist laut dem Bild. Ich habe mir das jetzt nicht angeschaut. Ich habe das nicht durchoptimiert. Ich werde euch das, ja... Den Bild, es gibt eigentlich nur einen Baum, einen Fertigkeitsbaum. Den werde ich euch unten in die Videobeschreibung verlinken. So, das möchte ich mal nehmen, vorweisen.
Achso, dann kann ich das hier zuweisen, oder wie? Hier, achso, hier. Okay. Dann kann man alles zurücksetzen oder einzelne Punkte. In Ordnung. Das ist unser Charakter aktuell. Ja, okay. Gut, es gibt Verbrauchsgegenstände, Ausrüstung. Okay, Quest-Items. Ja, keine Ahnung, was Aspekte sind. Dann kann ich sortieren. Okay, wie man es kennt in Diablo, von Diablo 3 gibt es halt Materialien, die sind wahrscheinlich zum Craften irgendwie geeignet. Ja, wirkt auf jeden Fall so. Ausrüstungsslots. Okay, und was haben wir hier? Aha, okay. Waffenhand, Nebenhand. Ist klar. Das habe ich mir halt, den Bild habe ich mir halt rausgesucht. Einfach weil in Diablo 3 ist der Mage nicht so meine favorisierte Klasse. Aber ich hatte irgendwie, keine Ahnung, aus dem Bauch hatte ich irgendwie Bock, nicht wie sonst immer Melee oder so zu nehmen, sondern irgendwie Magic. Hunter ist so meine zweite Klasse, deswegen wollte ich den, ja, den Jäger nicht nehmen. Ja, so, das hier ist der Wert, die Grundüberlegung, es steckt wirklich nicht viel dahinter. Ich will jetzt mal so weit wie möglich voreingenommen mir die Beta mal anschauen heute und morgen und dann einfach mal schauen, ja. Alle Informationen halt unten in der Videobeschreibung. Ich werde schauen, dass ich das euch verlinke. Und ja, schaut's einfach rein. Fire is looking good, but I should watch it a little longer to make sure it doesn't go out. Okay. Es gibt noch keine deutsche Sprachausgabe, deswegen habe ich jetzt einfach mal, ja, dass wenigstens der Text oder das, was sie sprechen, auf Deutsch dasteht. I'm sorry, it's a bit cramped. It's still better than a cave. Okay. If Devmir's taking up all the space by the fire, just give him a shove. What's that? You say something? Hier gibt's auch noch einen. Ach so, ein Heiler. Ah, okay. Okay. Oh, hier kann man Rüstung, wenn ich auch mal Rüstungen kaufen sollte. Füße haben wir, Beinschutz haben wir. Okay. Ach so, das. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie weit das dann so, wo sollen wir hin? Wir sollen nach Norden. Ist das hier eigentlich eine City oder was ist das hier? Ja, hat schon so ein bisschen. Ah, okay. Ja, okay, ich glaube, das werden wir dann mit der Story freischalten. Auf der Karte sehen wir, da gibt es einen Händler. Also einen Waffenhändler, einen Rüstungshändler und ja, so einen, der uns Healing gibt. Ich würde gerne mal hier abseits schauen. Ja. Okay. Achso, okay, es ist halt wie bei Diablo 3. Wir haben. Okay, wir müssen das freischalten. Okay. Auf Leertaste haben wir hier Dodge. Achso, können wir nur, wenn wir die auch verbrauchen. Ah, okay, dann füllen wir dann die Heldtränke auf. Das wurde ja geändert, ne? Zu Diablo 3 gibt es ja nur einen Trank und da hast du einen Cooldown drauf und den verwendest du dann einfach immer. Also hier der Feuerball, wie heißt der genau? Feuerblitz hat auch einen Dot-Effekt. Dot-Effekt heißt, dass es ein Schaden über Zeit, wenn wir hier wen also attackieren, dann haben wir die Möglichkeit, können wir das anziehen, ja. Also dann machen wir Schaden über Zeit. Ich weiß nicht, wie genau man das hier ablaufen muss. Hier liegt noch Gold. Ja, gut.
Selbst wenn wir hier nicht drauf schießen, jetzt hat er die letzten Damage hat er dann so bekommen. Das ist nice. Können wir ein bisschen hier uns fokussieren auf den nächsten. Okay, hier geht's rein. Und hier ist ja das neue Dungeon-System, soweit ich informiert bin. Also die Dungeon zufallsgeneriert, wie weit das in der Story auch ist, weiß ich nicht. Aber es sollen ja später die Dungeon immer, ja, zufallsgeneriert sein. So, hier haben wir Healing und Gold. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist, hier alle möglichen Urnen oder so kaputt zu machen. Okay, die Level-Explosion gibt es immer noch, wenn man Level up hat. Können wir was Neues leveln? Ja. Okay, da haben wir Durchschlag. Und wenn ich das möchte, also genau, man kann das erst nehmen, wenn man hier eine gewisse Anzahl an Fertigkeiten verbunden hat, glaube ich, so war das, ne? Noch eine müssen wir ausgeben, okay. Gut. Wie gesagt, ich habe mir jetzt vor, ich habe 10 Minuten im Internet gesucht, habe mir irgendwas zusammengesucht, auf welche Klasse ich Bock habe, einfach so just for fun. Und haben jetzt hier so ein, ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, bis man die Hydras auch wirklich spielen kann. Die Hydras sind ja meistens ein bisschen so, ja, meistens so erst ab Mid-Game relevant, dass man sie auch wirklich leveln kann. Ich habe hier in so Türen, was drin ist. Auch okay. Okay, dann könnten. Ah, okay, verstehe. I'm not ready yet. Okay, hier gibt's Healing. Wo müssen wir hin? Keine Ahnung, okay. Das ist ein Heilbrunnen. Okay, den brauchen wir noch nicht. Den würde ich dann erst nehmen, wenn wir. Ja. Wenn wir da unter in Bedrängnis kommen. Okay. Ein bisschen die Archer fokussen. Ob das am Ende auch der beste Bild für Mage ist, keine Ahnung. Ja, also Leute, ich wollte jetzt nicht noch stundenlang dann irgendwelche Builds mir raussuchen oder selber überlegen oder machen oder tun. Dafür habe ich mir viel zu wenig angeschaut für Diablo und habe auch natürlich dementsprechend nicht so den Fokus drauf. Und deswegen habe ich mir den Build ausgesucht, einfach damit wir bisschen Progress ziehen. Hier gibt es auch so Elite, das ist ganz nice. Okay, dann würde ich gerne mal schauen. Ja, im Prinzip können wir eigentlich alles anziehen, sogar mehr Rüstung. Ja, wie man es halt kennt, auch von Diablo 3, na, die ersten Items zieht man eigentlich immer an. Und man steigt relativ schnell ja immer im Level auf. Das heißt, die neuen Teile, Ausrüstungsteile sind natürlich dann auch vom Level höher und haben damit bessere Stats und Brust. Ja, ziehen wir an. I'm not ready yet. Was ist das? Ich dachte, das ist irgendwas Interessantes, aber nee.
nochmal die nächste Fertigkeit schauen. Was haben wir hier? Ah, okay. So funktioniert das. Dann haben wir auf der 2 jetzt einen Feuerball, der ist wahrscheinlich mächtiger wie der normale. Ah, okay. Auf einen leichten AOE. So, schauen wir mal. Okay. Die Runde ist immer schon gelaufen. Ich glaube, Healing braucht man aktuell noch nicht. Okay. Schaut es auch ein bisschen aus, als wäre hier so ein Boss-Dungeon oder irgendwas. Also Boss-Dungeon, das hier dann am Ende. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass jedes Dungeon mehr oder weniger einen Boss hat. Mal größer, mal kleiner. Und am Ende gibt es dann wahrscheinlich irgendwelche Hack-Bosse oder interessant ist ja, ob man. Hier hatten wir einen Drang, dann nehmen wir den. Wie oft aus diesen Mobs, ob man das ja steigern kann, wann oder wie oft hier so Heiltränke, so Healing Potion rausfallen aus diesen Mobs. Das ist sicher interessant. Rote Flächen nicht drin stehen bleiben, weiterlaufen. So, laufen wir diesmal rechts rum. Mal schauen, ob wir den nicht verwenden können. Der macht mehr Damage. Ja, und damit ist schon klar. Ach. So haben wir 36, so haben wir 54. Dann lege ich den mal darunter. Falls wir einen stärkeren Einhand-Zauberstab verwenden, dass wir halt wieder Dings verwenden können. Offhand. So, Healing brauchen wir nicht aktuell. Schauen wir mal, was hier ist. Bisschen leer wirken die Dungeon. Hier schaut es aber schon eher nach Boss aus. Ja, Kammer der Berufung. Ja. Nur weglaufen ist ein bisschen zu wenig. Okay, wir sehen, dass der Boss quasi so 25% aufgeteilt ist. Ich weiß nicht, ob das dann auch extra Phasen sind oder. I'm not ready yet. Okay, das muss man sich auch noch ein bisschen umgewöhnen, dass man hier Cooldown hat. Auch. Ausweichen. I lack. Mal sehen, ob das nur eine Phase ist oder ob es hier mehrere Phasen gibt. So, das war der erste Boss in Diablo 4. Ist die Frage, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Das schaut jetzt nicht so aus. Hier kommen wir quasi wieder zurück, ne?
Was ist hier? Oder ist das hier? Ne. Schon beides hier, ne? Okay, dann kommt man automatisch zurück an die Oberfläche. Okay, das ist ganz praktisch. Dann muss man den Dungeon nicht nochmal zurücklaufen. Okay, dann... Dann turteln wir mal schnell in Richtung City. Und berichten hier von unseren tollen Erfolgen. Hier in die Haus wieder. You've returned. So. The old ruins are clear. Your town should be safe now. Truly. Ha! By the light, you are heaven sent. Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. But we have hot stew, good company, and... Stay for a pint. Wash out the taste of the stew. We'd be honored if you'd join us. You are savior. Okay, das ist gewollt. Sind doch nicht unsere Freunde. By mother's blood, by mother's body. So, shall you witness her glory before you die? Not ready yet. They're coming! The whole damned village! Get up! Get up! We have to fight our way out! There! Take them! May the light preserve us. Lost souls! All of you! Okay,
Okay, es ist eine sehr freundliche Begrüßung hier in dem Dorf. Oh, hier ist ein Soldier. All of them. Light willing. Ja, wer bist du? Madman. Those heretics drugged me after I returned from the ruins. Just like you. I came to my wits and escaped. Tried to get inside the chapel, but it was locked and... What manner of evil is this? Petals? Of blood? They must have fed them to me. A blasphemous ritual. How did they learn this? Perhaps the answer lies in the chapel. They kept it locked up for a reason. The key might be on that woman who was leading them. Okay. Die, ne? Die Leiche. Okay, sie hat den Schlüssel. So, wo müssen wir hin? Okay, wir sollen hier wieder zurück ins Dorf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier dann eine City ist oder ob wir hier dann mit der Zeit dann Leben reinschaffen. Schauen wir mal, was es hier zu finden gibt. Like the ones I was fed. Is this real? Hier liegen diese Blüten. Our father has granted you a path to salvation. And yet, you stray from it at every opportunity. You drink and gamble. You covet and steal. Shameful. Ha ha ha!
Giovanni! It's me. I brought your child into this world. Thank the light. Okay, ich habe noch nicht wirklich viel mitbekommen in Diablo, aber dass Lilith der neue Endboss ist, das habe ich schon gewusst. Aber spannend, dass man jetzt schon sie sieht, wie sie quasi ja aus den Dorfbewohnern sehr sympathische Zeitgenossen macht. Mal schauen, was er jetzt zu sagen hat. Der Josef. Looking for the town priest. He stopped sending tithes, and I came to find out why. As I neared the village, I sensed darkness around the ruins. I went to investigate, found the priest's body. Demons. Foolishly, I took shelter in the Vesk and ate their food. You know the rest. You collapsed inside. I thought the darkness had swallowed you. I dragged you here and put this cursed place to the torch. What happened to you in there? I saw a vision. A horned demon. She said the lords of hell are coming. She wanted to help the people survive. Help them? Yes. She called them her children, and they welcomed her like a mother. Mother? No. It cannot be. I must report to the cathedral. Listen, there is a hermit to the northeast, a man of questionable loyalty, but he knows of the forbidden. He might be useful to us. Bring him to the cathedral in Kyovashad. And you will be in the light's favor. Okay, so und der nächste Auftrag. Aber hier haben wir gesehen, es waren nicht alle Passagen übersetzt. Also da gibt es wohl doch noch den ein oder anderen ja, Textblock, der noch nicht übersetzt wurde. So, ah, okay, wir wissen nur ungefähr, wo das Ding ist. Okay, interessant. Und Sammlung, Dings brauchen wir nicht. Hier haben wir ja, Halskette. Ich frage mich, ob es hier auch sowas gibt wie schwere Rüstung, leichte Rüstung. Das Einhand. Könnten wir das tragen? Nummer 54. Ja, genau. Dann haben wir eins mehr. Okay, so hätten wir dann nochmal mehr Damage. Den Rest können wir verkaufen oder schrotten. Gibt es hier sowas wie einen Händler? Achso, jetzt gibt es ja gar keinen mehr, der hier lebt. Wir haben ja... Ich glaube nicht, dass hier hinten irgendwas ist. Schauen wir mal. Hier ein Weg. Nee. Okay. Okay, dann müssten wir dann erstmal schauen, dass wir wieder einen Händler finden oder irgendwas. Bei ihm können wir ja nicht tauschen. Also ihn können wir noch fragen. Do not call her that. It is a demon, Lilith. The gospel says that she will walk among the people, posing as the mother of sanctuary. If she is here, it is humankind's own sin that has brought her. He surrounds himself with dark knowledge.
tread carefully and pray he has not fallen to Lilith as well. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir da hinten irgendwen finden. Ich weiß auch nicht, wie essentiell das ist, Items zu verkaufen. Na, hier kann man vielleicht dann später runter oder so. Oder runterspringen. Es wirkt auf jeden Fall so. Dauerhafte Werteverbesserung. Okay. Was hier? Okay, hier gibt es einen eiskalten Keller. Ist das ein Dungeon? Ein kompletter Dungeon? Oh, was ist hier? Da kann ich hier nur zurück. Okay. Wäre eine Herausforderung. Schauen wir mal. Ist hier nichts, nur quasi so ein kleiner Elite-Boss, okay. Okay, es gibt halt auch so kleinere, so wirklich als Dungeon würde ich das vielleicht, solche Wölfe. So, schauen wir mal. Hier ist noch irgendwie so eine Kompassnadel. So, ja. Ah, es ist ein bisschen verwirrend, dass wir mit Enter, mit Leertaste nicht wieder das Inventar zu machen können. Das war hier so, ja, so eine Kiste. Oder? Ach nein. Ach so, das ist hier oben, okay. Ich habe auch keine Ahnung, wie sehr zahlt es sich hier aus, in jede Ecke in der Open World reinzuschauen. Theoretisch ist das ja hier schon die Open World, ne? Da laufen wir mal rechts rum. Kann auch sein, dass wir hier noch so ein Spinnen. Kann man die hier extra raus? Ah, okay, es gibt hier wie so. Ich würde gerne den nächsten Skillpunkt noch verteilen. So, hier haben wir. Hier ist mehr Radius. Hier unten. Also wir müssen 3 Punkte vergeben. Okay. Das heißt, wir können dann öfters unsere Sekundärfähigkeit verwenden. Okay, das würde ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Ja, immer gerne mal auf die Karte schauen. Ja. Ja, wie essentiell das Gold ist im Vergleich zu Diablo 3, weiß ich nicht. Es wird sicher auch interessant sein, Sachen zu verkaufen. Gerade am Anfang zahlt sich noch ein bisschen aus, Gold zu kaufen. Aber man muss auch, glaube ich, Items verwerten, um Crafting Materials zu bekommen. Soweit ist das. Weil ich glaube, da haben sie eine
Ja, wie viel sie geändert haben zum letzten Teil. Ah, hier kann man hochklettern. Okay, interessant. Das ist vielleicht auf der Karte sogar. Ah, okay, das sind hier, da kann ich hoch und runter klettern. Okay, verstehe. Ja, vielleicht kommt das dann später dort in der City auch noch. Aber das ist halt immer so, ne, dass hier am Anfang... Ah, okay, ich kann mich auch ducken und dann hier quasi durch. Okay, verstehe. Aber ich muss an dem Punkt sein und dann mit Leertaste triggere ich einfach das Event und dann duckt er sich oder springt hoch oder springt runter. Okay. Ja, hier kann man interagieren. Aha, hier sind die komischen Pflanzen, also die weiß. Schaut schon so aus, als wäre das hier hinten dann die Hütte. Ja, die weißen Items, ich weiß nicht, ob man die... Das können wir schon mal anziehen. Nur kurz so grob drüber geschaut. Okay, nichts dabei. Ja, die Hütte könnte jetzt hier irgendwo sein. Ja, hier schaut schon mal aus nach Hütte, ne? Ja, okay. Schau noch, ob hier noch irgendwelche leere Flaschen. Okay. Schauen wir mal hier rein in die Hütte. Ob wir hier irgendwas finden. Okay, Bücherregale gibt's hier. Kräuter, Pilze, Organe nicht zum Kochen geeignet. Okay. Hier gibt's dann einen Ort. Was auch immer da köchelt, riecht furchtbar. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas gibt. Hier liegt noch was. Die Werkzeuge eines Heilers. Sie sehen frisch benutzt aus. Okay, hier scheint doch noch wer zu leben. Na, sonst sehe ich auf die Schnelle hier nichts. Okay. Mal schauen, ob er so glücklich ist mit uns, wenn wir hier so rumschnüffeln. If you're going to trespass into my home, rifle through my things, then at least have the decency to join me for supper. I'm bloody hungry. That's quite the story. I wish it wasn't true, but it is. Why did I have that vision? Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. The blood of a demon? Not just any demon. The daughter of hatred. The mother of Sanctuary. She was banished ages ago. But this world is her creation. It was prophesied she would come back. What does she want? That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. A war between angels and demons. But Lilith,
serves neither side. She has her own plans for us. And me? Am I corrupted? Not sure yet. But you two share a connection. What will you do about it? Use it. Find out what she's after. Good. Then we're in this together. Rest while you can. Then we'll start in Kyovashad. If we can't stop Lilith, we'll all be damned. Okay. Also mal schauen, wie lange er Freund ist und ab wann er uns in den Rücken fällt oder ob das auch wirklich Freund ist. Okay, wir können nicht mehr mit ihm interagieren. Hier im Augenwinkel, hier oben rechts habe ich, links im Eck habe ich gesehen, liegt eine Kiste. Das ist natürlich, wenn wir das hier noch interagieren, achso, das war auch so ein Hinweis, den wir dann quasi nachgehen können. Auf jeden Fall natürlich, ja, Lootgeil ist man natürlich immer. Okay, das. So, wir könnten hier den Trank nehmen und dann. Ja, wie gesagt, ich kenne die Maps nicht. Ich habe vorher nicht. Es gab, glaube ich, auch Alpha. Also Alpha gab es sicher. Es gab auch. War das letztes Wochenende? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, letztes Wochenende gab es ja eine Closed Beta. Ich habe mir eigentlich nichts angeschaut. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich versuche hier blind ranzugehen. Ja, einen Ersteindruck zu verschaffen vom Gameplay, vom nicht nur vom Hörensagen oder wenn man hier und da mal was mitbekommt. Ich würde nur gerne mal schauen, weil neugierig bin ich schon. Hier kann ich zwar hoch. Okay, es liegt sogar Loot rum. Ich wollte jetzt einfach nur kurz mal hier hochschauen und. So, warte mal, den Trank können wir noch verbrauchen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, Tränke aufzusparen. Überhaupt, wenn hier welche rumliegen. Ja, Gold nehmen wir natürlich mit. Hier waren wir gerade, genau. Okay. Hier gibt es Erz. Okay, man kann auch Crafting-Materialien in der Welt finden. Ist okay. Aber ist nicht wirklich was. Na, okay. Dann räumen wir hier mal kurz auf. Gleich aufbrauchen. Ja, das ist halt am Anfang ein bisschen nervig, wenn man nach jedem Item schaut. Okay, die Inschrift, die nur stark verunstaltet. Okay. The Angel in Arius. I'm sure you've heard the Cathedral of Light babbling about their Holy Father. Well, he's real. An angel walks among us. And when he learns that Lilith is here, blood will flow. They are ancient enemies. They'll drag the whole damn world into their feud unless we can stop it. Let's not linger. Kyovashad lies just ahead. Okay. Wenn wir jetzt hier irgendwas nehmen. Scheint hier dann so die erste City zu sein, oder? Ja, war nicht. Hier war der Keller. Hier war der Altar, okay. Einfach mal ein bisschen noch die Map
Okay, es wirkt eher so wie die Beeren, dass das auch Crafting-Material ist, die man dann einfach in der Welt farmen kann. Und es ist wahrscheinlich so, dass man, ja, versucht dann, ja, wenn man durch die Welt schreitet quasi, oh, kann man hier irgendwas machen? Nee. To enter the city, you must first... We have no time for this. To enter Kyoba Shard, you must perform a cleansing ritual. Meaningless gesture, but some people take comfort in it. How dare you! Just let him through, lad. I've tried for years to get Lorath to do the ritual. Fine. But this one stays. I'll meet you inside. Take a piece of holy cedar wood from the shrine and inscribe it with the sin which troubles you. Then, cast it into the brazier. As the fire burns the wood, so too will the light burn away your sin. Well, a man that old has lived through some dark days. Explains why he's so cross. Okay, hier oben war noch irgendwas. Irgendwie... Heilige Zedern-Tafel. Okay. Okay, hier können wir Nebenquests annehmen. This is a waste of time. Did you say something? Da ich keine Ahnung habe, was hier passiert oder nicht passiert, machen wir das einfach mal. Das heißt, wir werfen von den Pflanzen hier was rein, ne? Von dem Beiß, wie wir das nochmal? Beiß irgendwas? Gengar. Vielleicht bringt es auch nichts, das kann ja auch sein, also. Fair. So. Kann man sich damit buffen? Ich habe gesehen, irgendwas macht er beim Healing Potion. Vielleicht kann man auch seine Healing Potion auffüllen. Schauen wir mal. Good. You must feel as though a great weight has been lifted from you. Welcome to Kyoba Shard. Okay. Aber um den Gedanken von vorher nochmal kurz zu festhalten. Es ist wahrscheinlich so, dass du durch die Welt läufst, Crafting Materials findest und diese dann später verwenden kannst, um deine Ausrüstung zu verbessern. So. Mit Y sollen wir hier eine Ding starten. Achso, hier komme ich in die Dings. Hier kann ich eine Herausforderung annehmen. Kriegen wir hier Loot oder? Heldentaten, okay. Es wirkt, es ist schon so, dass wir hier was bekommen. So, wenn wir die drei haben wahrscheinlich, ne? Okay, wenn wir drei Altare haben, bekommen wir das. Und das ist die Schwierigkeit. Weil theoretisch... Naja. Okay, es gibt Handwerk. Ja, es wird dann so ein Crafting-System geben. Hier können wir Herausforderungen. Hardcore-Modus. Monster. Quest. Okay.
üblichen Sachen. Aha, hier ist die erste Stadt. Dann könnten... Hier oben sind Händler oder irgendwas. Okay. Schauen wir mal, dass wir hier unsere Sachen verkaufen können. Wo ist das? Ah, hier, ums Eck. Wer bist du? Gettungshot. What do you Alchemist. Mean? Ich kann hier nichts machen. If you've got the makings, I can mix it. Ah, okay, er hat so lange geladen. Okay, hier kann man dann quasi sich bessere Tränke herstellen. Ja, ich glaube, wir müssen hier erstmal ein paar Points in der City abklappern. Find somewhere else to get warm. I was here first. Okay. So, einfach um hier die nächsten Sachen zu triggern. Something about fear or cowardice, perhaps? Well, it matters little, I suppose. Yeah. I'm off to the dry steps in search of that pale man from your vision. I must know what part he plays in all this. But first, I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Okay, fragen wir nochmal aus. Yes. It foretold the rise of the primevals, the return of Lilith and Inarius, the doom of our world. Inarius adopted the prophecy for his own selfish purposes, put it in the Cathedral of Light's gospel, and made it seem like he would be the hero to save us. The Cathedral loves to go on about him. His imprisonment in hell, his valiant escape, his glorious return here, the world he created. But they never mention how being tortured in hell for a few millennia turned you into an ass. Sacrificing, summoning demons, honing all the wonderful gifts that Lilith gave them. Okay. Gut. Oskar Stallmeister. Ich hätte jetzt auch gedacht, wir könnten irgendwie beim Stallmeister was einkaufen, aber wirkt jetzt nicht so. Cloudy eyes. This poor thing is practically crumbling. You see those fools up at the cathedral? Groveling, crying like dogs. Okay. Ja, es ist halt noch gesperrt. Wahrscheinlich sind wir noch... Ja, das schalten wir dann wahrscheinlich erst mit der Ding frei. Hier gibt es einen... Ja, einen Juwelier. Kann man wahrscheinlich Edelsteine aufwerten. So, Ringe, Amulette. Aber teuer. Gegenstandsmacht. Okay. Stufe 10 können wir eh nicht tragen. Wie kann ich wiederverwerten? Wahrscheinlich nicht beim Händler, ne? Gibt es hier unten gibt es ein Ding. Hier oben gibt es eine Kiste, aber ja, von den Items möchte ich jetzt eh nichts. Ah, okay, hier ist es unser zentrales Hub. Von hier können wir dann transporten. Okay. Hier gibt es den Healer. Oh nein, nicht hier. Ja, mal kurz in die. Ja. Das sind wahrscheinlich die Gebiete, dann die Sachen. Okay. Found a new boil on my hand. Du bist der Heiler. Okay, kann man nichts kaufen. Ich hätte auch vielleicht, dass man irgendwie Healing oder so kaufen kann. So, verwerten. Natürlich verwerten wir das, wo hier schon mal der Hammer dran ist. Dann bekommen wir ja wenigstens hier das Aussehen. Die anderen Sachen würde ich einfach mal just for the rules verkaufen. Kann man das auch verkaufen? Hm.
Ah, okay, dann kann ich alles auf einmal zerstören. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mats wir wirklich brauchen. Ich rechne nicht damit, dass wir hier diese Mats... Okay, das ist hier Weißbeere. Das ist Crafting Materials. Das ist Crafting Materials. Ja, komm. Das ist eh ganz gewöhnliche Sachen. Einfach weg. Oh, hier war das. Hier gibt es die nächste Quest. Handeln. Okay, wir können handeln mit ihm. Zauberstab ist jetzt nicht besser. On the road. Dann so the old man finally decided to buy it back. Knowing him, he didn't mention coin, did he? If he wants his weapon, you will need to pay. Okay, hier hinten gibt's noch ein Kuriositäten. Mal schauen noch kurz, ob hier irgendein Item rumliegt. Nee, wirkt jetzt nicht so. Kuriositätenhändler, das hört sich fast an wie Gambling. Just take the bread, stubborn fool. It was free. I don't need a handout from those cathedral bastards. Ja. Ach, hier steht der Händler. Ah, okay, wie schon vermutet, das ist so die, ja, zu Kalandra. Man kann hier irgendwie eine neue Ressource, Obolus, da bekommt man wahrscheinlich dann irgendwann. Hier ist irgendwas. Okay, das sehe ich nur auf der Karte. Ein Versteck. Ja, die Obolus sind wahrscheinlich so zu den Blutsplittern aus von Kalandra, und da hat man ja dann das Gamblen immer bei Kalandra. For 100 generations, hell itself imprisoned Father Inarius. But Mut machen. The new militia recruits have been training night and day. They deserve a little praise. But I can't let them see me as soft. Mind giving them a cheer for me? Easy coin for you, a boost of confidence for the recruits, and I get to go on being the hard ass. Everybody wins. I will handle it. Okay, das ist so eher eine Nebenquest. Wir müssen hier hin. Ja. Jubeln. Well done. Thank you. Ich glaube nicht, dass wir sie verspotten sollen. Aber sie reagieren irgendwie. Aber wie kommt man nochmal in ins Questlog? Oh. Nee, Sammlungen. So, das war... Bitte, was wir machen sollen. Recht mit der Wache Polzer. Hebt die Stimmung. Chat. Warte, was können wir dann chatten? Zoom. Ich glaube nicht, dass wir sie verspotten sollen. Hilfe. I'm impressed. Oder war es das schon? Habe ich jetzt nicht hundertprozentig verstanden? Thanks. I hope they don't get used to it.
Ah, okay. Wir sollten jubeln, ne? Oder den zujubeln, aufmuntern. Okay, ich verstehe, warum die Quest gemacht worden ist. Einfach damit man... Ja, wie sagt man? Damit man hier diese Mechanik erklärt. Das, ja, mit E hier, dass man hier Emojis verwenden kann. So, was ist hier? Toll. Kann ans Mikro kommen. Weltenstufe, Abenteuer, Veteran. Ah, okay, hier kann man dann sich quasi das Game schwerer machen und wahrscheinlich dann auch mit... Ja, okay. Mehr Belohnung, mehr EP, etc. Hier können wir das. Dann würde ich gerne mal zur Kiste schauen und dann schauen wir darunter. Okay. Noch einmal hier kurz rein ins Eck linsen. Können wir dashen? I need time to prepare that. So, goldmäßig. Achso, was ist das jetzt hier? Reutertruhe. Das ist ein Questgegenstand. Sieht so aus, ne? Okay, das scheint hier unser Hub zu sein. Kommode. Heißt, wir können hier... Okay, kostet das was? Okay, das ist so wie bei der Mystikerin, kann man dann hier... Also, hier kann man... Okay, verstehe. Okay, das ist so ein bisschen die, wie bei der Mystikerin, dann kann man jetzt hier... Okay, kann man einfach Sachen ja, verwerfen. Und hier haben wir unsere Kiste. 100k kostet der nächste Platz. Okay. 50 Plätze haben wir. Ja, ein bisschen schade ist das so ein bisschen sehr vereinfacht. Das Inventarmanagement. Is it common for devout folk to drink so enthusiastically? Ja, I guess I can't blame them. Day and night they stream into town. Polite folk. And they always pay their tabs. Not like some of the locals around here. You can't take anders. A few steps without hearing about it. The great war against evil. The day Inarius takes all of us up to the heavens with him. I hope my cat will come with us too. I was never religious until I saw a miracle. Inarius himself blessed the man with the light, got up and walked again for the first time in years, right then and there. The light is real, my friend. Take comfort in it. Schau mal. Okay. Ich wollte es einfach einmal testen, weil das jetzt so irgendwie prominent da war. Okay. Gehen wir mal weiter hier zur nächsten. Okay, für 20 Gold bekomme ich eine Stangenwaffe. Brauche ich aber gar nicht, oder? Oder soll ich die kaufen? Kauft Logans Stangenwaffe, also. Wait. The old man sold me this too. Said he didn't need it anymore, but I think he'd want it back all the same. No charge. Okay, ein Amulett haben wir bekommen, ein seltsames. Seltsames, ja. Can I help you? Achso, jetzt hat er neuen Loot. So, was verkauft sie? Rüstung. Okay, dann uninteressant. So, dann geben wir ihm hier die Waffe. Ah, apologies. He also gave me this amulet. What is it? The mark of the Haradrim. An ancient order of scholars and mages. Sworn to protect sanctuary from demons. These days, we are few in number. There is another Haradrim. Donan.
His breadth of knowledge about demons is equal only to his hubris. Sounds like he could help us. You should seek him out in Skosglen. But don't forget about the cathedral. They'll be expecting you, and they might prove to be useful allies too. You're not coming with me. I'm going to the Dry Steps to find out who that pale man is. Join me when you can, just be careful. Your ties to Lilith, the visions you see, you are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Sometimes our paths in life are set to collide. We just don't know it. Whether it is by accident or fate's hand, there is nothing we can do about it. The wanderer lost in the storm, fed the blood of Lilith, saved by a lone monk. Different lives and incidents drawn together. By what? Destiny? Or some greater power pulling the strings? I did not know. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the Daughter of Hatred. The Wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that. Okay, jetzt kommen hier die nächsten. Hier ist irgendwie noch so eine Nebenquest. Achso, das ist hier auf der Weltkarte. Okay, verstehe. Okay. Dann machen wir mal hier oben noch schnell die Nebenquest. Okay. Bisschen Werbung. Aha, jetzt sind wir VIP-Stellen. Ich glaube, jetzt sind wir aus dem Tutorial raus. Yes, well, Bozan has yet to return from delivering our tithing demands to Menistad. Perhaps you could sweep the roads and see what's taking him so long. The cathedral must receive its dues. Okay, wir sollen nach dem Mönch suchen, ist kein Problem. Wir müssen eh nach oben raus. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir das Tutorial verlassen. Jetzt sind wir hier. Ja. Jetzt sind wir quasi auf den öffentlichen oder den, ja, auf, in der Open World, in der richtigen Open World. Ich dachte mir schon, dass man am Anfang noch ein bisschen so Tutorial-Gebiet hat. Ich wusste aber nicht, ab welchem Zeitpunkt man dann Teil, der wirkliche Teil der Open World wird. Den Punkt haben wir jetzt erreicht. Jetzt können wir auch dann, ja, die Welt außerhalb besuchen. Und wir haben jetzt gesehen, na, wir haben jetzt die ersten echten Leute gesehen. Ja. Kommt jetzt noch was, oder? Okay. Father Inarius, bless. Oh, glorious Father, thank you. Your light has cleansed the disease from my flesh. Das ist die Frage, ob das halt relevant ist hier mit den Geräten. My brother told me you have to shield your eyes in the Father's presence, or his light will make you blind. That's why the knights wear helmets. Okay. Ja gut, dann verlassen wir mal die Stadt und. We were born in sin. Also hier ist die Kathedrale. Okay. The Father's light can be sought through penitence and faith. Walk in the light. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass wir hier aus der Stadt raus müssen, aber
Okay, hier sollen wir dann den Ding finden, den Mönch, okay. Okay, die Kathedrale ist noch Teil der Stadt. We must be ever vigilant against sin, brother. Yes, Reverend Mother. Let the light of Inarius burn away wickedness. Let not temptation lead you from his holy radiance. Let righteousness sear away corruption and sin. Cast out thy darkness, for only light must remain. Cast out thine darkness, for only light must remain. Is this the one from Nevest? Yes, Reverend Mother. Did Lorath not accompany you? He sent me on without him. Putting faith in that old man was a mistake. What could possibly be of greater import? Lilith. So, you know. We have received word from one of our knights of a demon sighting in Gale Valley. The description matches too closely to the sighting in Nevesk. If you would travel to Yelesna and take stock of events there, you would have the gratitude of the Cathedral of Light. I had thought to send Lorath, but... Again, he fails in his duty. With or without Lorath, the will of Inarius shall be done. Here, take the knight's report before you go. Okay. Ich glaube, ich muss hier noch mit Joseph reden, oder? Nicht? Reverend Mother, I received a report of a potential demon sighting. Horned woman near Yelesna Mines. Performed routine inspection, nothing yet. Sent in priest and escort of knights. We'll report in when we find something. Hier komme ich nicht aus der Stadt raus, ne? Achso, hier unten ist das erst. Okay. Es wirkt schon so, dass wir hier in die Richtung laufen sollen, ne? Hier oben finden wir zwar, das ist, ich schätze mal, das ist ja dann der nächste Weg. Ich würde jetzt erstmal hier runter gehen. Ja. Aber es wirkt so, als wären die Hauptquest oder dass die Hauptquest relativ viel EP bringt. Okay, hier haben wir. Müssen wir hier irgendwas machen, dass wir da rauskommen? Es kann sein, dass wir hier unten rauslaufen können. Wir sind jetzt hier oben nicht rausgekommen. Habt ihr ja gesehen, wir waren ja so eine unsichtbare Wand. Also haben wir noch den komischen Ding. Oh, wir haben sogar neue Schuhe. Warte mal, dann lass doch hier vom Dings laufen. Aha. Not while I'm in town. Father keep you. Ach so, er war der Schmied. Hab mich schon gewundert. Unverkäuflich, was ist das eigentlich? Come back if you need work. Ah, okay, das ist eine Truhe, jetzt habe ich verstanden. Da bekommen wir dann
Okay, bekommen wir einfach irgendwelche Mats und die können wir dann später verwenden. Okay. So, schauen wir mal, ob wir hier rauskommen. Ja, oder? Das war ein kurzer Lader, wieder so ein Ladescreen. Okay, jetzt sind wir auch wirklich in der Open World angekommen. Hier laufen auch andere Leute rum. Müssen wir dann wahrscheinlich auch aufpassen, wenn wir irgendwelche Leute, ich sage mal, vielleicht schon overleveled, einfach durchrennen können. Und wir müssen aber hier, ja, noch clearen, damit wir nicht sterben. Da sollten wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir zu schnell zu viele Mobs killen. Wieder wer hochgehuscht. Ja, okay. Wenn da irgendwer durchläuft, ziehen die Mobs hinter sich her. Okay, verstehe. So, da bringst du dann. Matty meint, ich sei bereit, ich werde Margrave bei Sonnenaufgang verlassen. Die Reise wird lange, doch mein Glaube ist endlos. Licht gewährt mir sicheres Geleit zum Kloster, damit ich in seinem heiligen Schatten Hallen deine Gnade kennenlerne. Okay. Das heißt, darunter, hier ist ein Dungeon, oder was ist hier? Okay. Da ist die Frage, ob man hier oben dann durchkommt oder nicht. Ich würde jetzt einfach nur schnell mal zu dem Ding laufen. Okay, das war nur eine Spiegelung. Aufmachen. Hier oben ist noch wieder so eine Beere. Okay, hier ist irgendwas Goldenes. Also es ist ein Spieler und hier geht es wahrscheinlich in einen Dungeon oder was ist hier? Hier geht es in den Dungeon. Okay. I'm low on precious money. Versuchen hier weiter zur Dienst zu laufen zu der Nebenquest erstmal kurz.
Bin mir nicht sicher, ob das eine Elite ist oder ob der einfach nur höheren Energieschild hat und damit sich ein bisschen abhebt und ein besserer Mob ist, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es wirklich so wie auch ein Elite-Mob ist, ne? Sollten hier lang laufen. Hier unten war doch noch gestorben, okay. Ein kleines Dorf. Wirkt zumindest so. How many times have I said, do not leave these walls? I promised your parents I would care for you. Okay, dann sind wir hier mal angekommen, dann können wir leveln. Okay, wir müssen noch 2 Fertigkeiten raushauen. Was ist hier? Fügt Verbrennungsschaden. Okay. Ach, das haben wir noch nicht gelernt. Dann machen wir mal das. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Erstmal. Enough is enough. Perithen's soul is marred by sin. No, he wouldn't go that far. You know what must be done, Lakthen. If you do not do it, we will. Do you have the will to see it through? Do not question my faith. I will fix this. Also ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Na, erstmal so kleine Runen dazu zu nehmen oder den Spell dann aufs nächste Level zu bringen. Wahrscheinlich den Spell, aber ja. So, sprechen wir hier dem Anschlagbrett. Okay, Lore. Those were local hunters. They went with my brother Perithen to guide some merchants through the mountain pass, but were attacked by bandits. The hunters think Perithen set them up. That cannot be right. He is not very devout, but he wouldn't do something like that. I want to look for him, but the woods are dangerous. Could I perhaps hire you as a bodyguard? Yes. Thank you. Before we leave, we should ask around town. Maybe he came back on his own. Okay, hier müssen wir dann mit den anderen Leuten noch quatschen. Das werden wir jetzt noch schnell machen. Hier ist der Scheiterhaufen vom Markgrave. Okay, crazy. Many were bandits, murderers. Others, dear friends, good, light-tending folk. Until they embraced evil. We must not share the fate of Nevesk. Examples must be made. Na, jetzt kann ich ihn auswählen. We are far from Kyovoshad, friend. Beyond their notice or care. But the father sees our light burn from high atop his glacier. He knows that Margrave will suffer no evil. Yes, darkness is all around us, threatening to close in at any moment. It is our struggle to keep it at bay, if only just barely. Back when the Knights Penitent still patrolled these woods, they would construct great sanctified braziers to ward off evil. Na, passiert jetzt hier noch was, oder
haben wir jetzt wieder ein kleines Lag. Okay, wir hatten irgendwie ein Lag, irgendwie hat er die nächste, keine Ahnung. Jetzt will er auf einmal. No, no. Perithan does his very best to avoid me, I'm afraid. I should hope he's somewhere praying for his own salvation. We gave up long ago. I see. So our young brother failed in his pilgrimage to the monastery. A shame. But no worse than any of us have earned, is it? Death of fang and claw, of freezing, of the pyre. Our sinful bodies deserve no better. Okay. So. Okay, wir haben wieder hier so eine Kiste bekommen. Ein Schild bringt uns leider gar nichts. That trouble. Quatschen wir mal mit dem? No. But let me know if you find him. I have some questions. I am innocent. Don't let me burn. You murdered innocents for the coin in their pockets. Confess and see grace in the light. Dass hier die Leute gefangen gehalten werden. So, was ist hier? Der Folterding. Hier ist ein Schmied. Ah, mal come back if you need work. Ja, ich weiß nicht, ob sich das auszahlt für 10% unseres Guthabens dann ein bisschen besseres Item zu bekommen. On your way in, didn't offer a prayer. Perhaps you missed it. The pyre is meant to be noticed. Let the wicked see the flames and think twice before they threaten us here. Ah, hier ist ein Ziegel am Boden, interessant, okay. The father called them to serve elsewhere. But by the light, we endure well enough on our own. We are the last light in the South Peaks. Our ways are hard, but our people are kind. Honor the father and be welcome. Okay, ich versuche hier mit der Maus ein bisschen über die Items zu gehen, um irgendwas zu finden, was hier vielleicht noch irgendwie versteckt ist. Hier gibt es auch einen Stallmeister. Did you walk here too? I will pray for our feet. This pilgrimage has not been kind to them. Ah, okay. Mit der Zeit können wir das hier ein Ding. Können wir uns dann einen Mount zulegen? Damned bandits are tearing us apart. I can't go out again. Okay, das ist dann hier in der City. Just tell my wife I took your shift. You'll die. And she'll kill me. So. Hier. War noch einer, genau. You're kind, but it's nothing that won't heal. I was a fool for trying to get into the old Light's Watch outpost. The place is overrun with fiends. I only wanted to... I believe my mother, Soliana, was stationed there. However, the church keeps everything but its records in the light. There must be something left behind at the outpost by Night's Penitent. Don't worry, I'll look into it. Yeah. Only that it was once a bastion of the Knights Penitent, the holy order of cathedral knights who patrolled the roads, delivering the Light's justice to evil. That is, until they marched away. Okay. So, hier haben wir auf jeden Fall ein Portal. Ja. Ja, einmal anklicken, dann ist es aktiviert, dann können wir uns dann immer hierher porten und merken wir uns, dass hier oben. Dass wir hier oben einen Mount kaufen können, wenn wir soweit sind. Why? To finally arrest the menace?
He went out with those heathen merchants a while back. I haven't seen him since. Light. I was hoping. The merchants were ambushed at a camp just before the pass. We should search there. Okay, es gibt hier zwei Wege. Einmal da und einmal dort. Gut, ich bin jetzt wirklich schon am Überlegen, was ich die ganze Zeit mache. Ich glaube, ich würde jetzt noch gerne ein bisschen weiter zocken. Morgen auch noch vielleicht die ein oder andere Stunde reingeben. Und ich glaube, ich werde eine Mini-Playlist machen. Mit, ich weiß nicht, wie viele Folgen es morgen werden könnten, theoretisch. Morgen Sonntag, ich habe schon ein paar Stündchen Zeit. Und ja, ich glaube, es ist ganz angenehm, einfach um den Gesamteindruck von der Beta, vom Spiel. Wir haben gesehen, es gibt doch hier und da noch Bugs und Lags. Einfach um einen besseren und einen schöneren Eindruck zu bekommen, würde ich die Folge oder den Ersteindruck erstmal hier beenden. Und ich lade dann, ja, ich werde jeden Tag ab 17 Uhr, YouTube braucht da immer ein bisschen mit der Verarbeitung, aber das könnte ich mir jetzt vorstellen. Einfach für, ich weiß nicht, ab wann ich es schaffe. Ja, mein Ziel ist ab Dienstag oder Mittwoch euch mit dem ersten angespielt hier auf YouTube ein Video zu präsentieren. Und ich werde dann einfach die nächsten Tage, je nachdem wie lange, das werden 5-6 Folgen vielleicht noch. Das ist jetzt so mein grober Plan. Das wird sich dann herausstellen. Und ich würde dann jeden Tag ab 17 Uhr eine Folge hochladen. Wer Interesse hat an einem Multigaming-Channel, einfach mal in die Videobeschreibung schauen. Ich möchte gerne eine Multigaming-Community aufbauen. Würde mich freuen, vielleicht den einen oder anderen auf Discord zu treffen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Servus.